So, haben wir es denn jetzt? Dulli. Jo, geil. Okay, ist abgeschlossen. Schön. Schön. Das passt mir sehr gut. Plus 1,5 Millionen Minuten sind wir gerade. Ah ja. Okay. Ja, ich würde sagen... Hallo Hundi. Wir machen uns auf jeden Fall erwachsen. Und... Ich überlege gerade, was wir noch machen können. Irgendwas Kleines vielleicht noch. Oder wir laufen halt im Feuertempel noch an die Stelle. Das können wir auch machen. Wir könnten noch Bogenschießen machen. Oder? Also quasi nochmal das Schießspiel, Bogenschießen, größeren Köcher holen. Aber das müsst ihr jetzt entscheiden. Ob wir das machen oder ob ihr sagt, nee, da verbrauchst du 20 Verbrauchs-Items, weil du musst ja Rubine abschießen und verbrauchst Pfeile. Das müsst ihr dann sagen. Ob das für euch okay ist, dass wir das dann nicht machen. Oder ob ich jetzt halt gleich in den Feuertempel reingehe. Bin für Bogenschießen. Dann müssen wir aber die Strafe aussetzen. Pro Schuss 5 Minuten. Naja, der Natsu sowieso. Der Shadow. 68,4 Jahre. Wird knapp. Weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Aber die größere Magieanzeige können wir auf jeden Fall auch machen, ne? Ist auch geil. Stimmt, das darf ich nicht vergessen. So, jetzt habe ich's. Ich hole mir die Magie. Da müssen die Erben weiter streamen. Okay. Die Erben müssen weiter streamen, alles klar. So, hier haben wir jetzt auch das Ding. Aber wir holen uns schnell die größere Magieanzeige. Dann holen wir uns ein bisschen Kohle. Und machen Bogenschießen noch. Und im nächsten Part machen wir dann den Feuertempel weiter. Ist doch ein Plan, oder? Im nächsten Stream machen wir den Feuertempel weiter. So. Und die Urenkel müssen auch weiterschauen, genau. So, wunderbar. Eine weitere wunderschöne Feenquelle, die uns doppelte Magie beschert. Das ist so gut. Oh, ich liebe doppelte Magieanzeige. Es ist schon echt traurig, immer mit dieser halben Magieanzeige rumzurennen. Du. So gesehen werden dir keine Pfeile abgezogen beim Bogenschießen. Es werden dir ja welche gestellt. Okay, Holy Goddess, du hast es perfekt gesagt. Bam, bam. Also ich muss sagen, mittlerweile sind wir schon echt sehr, sehr, sehr stark geworden hier. Ich halte es schon mittlerweile für ziemlich unwahrscheinlich, überhaupt noch zu sterben. Es sei denn, es kommt wirklich eine beschissene Strafe und eine richtig harte Stelle kombiniert vielleicht, dann könnte es vielleicht sein, dass man noch stirbt. Aber ansonsten denke ich eigentlich nicht, dass da noch was passiert, weil wir haben halt den halben Schaden, wir haben eine doppelte Magieanzeige, wir haben echt viele Herzen mittlerweile schon und wir haben zwei Feen gerade auf Petto. Material oder Gegenstände werden auch langsam immer mehr. Richtig nice. Läuft ziemlich gut, muss ich sagen. Okay, ich würde sagen, dann... Ich teleportiere mich nochmal nach... in die Zitadelle der Zeit. Hol mir nochmal ein bisschen Geld bei... dem Geisterhändler. Und dann geht es...
Ja, dann geht es auch schon zum Bogenschießen. So ist der Plan. Ein Zelda-Opa gegen Ganon. Was würde ich für den Moment geben? Naja, der ist dann vielleicht so ein bisschen in seinen Gliedmaßen eingeschränkt, aber der hat dann ja sehr, sehr viel Weisheit, ne? Dieser Zelda-Opa, der kann dann Kung Fu oder so. So, da holen wir uns hier mal einen Zwacken. Dülü. Bam, 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 bam. Dülü. Dachte Zelda, das Triforce der Weisheit. Das Triforce der Weisheit. Ja. Was heißt ja nicht, dass Link dann nicht auch weise wird. Ich mach mal 200 Rubine, falls ich den ersten Versuch verkacke. Weil Bogenschießen ist ja dann doch nochmal ein bisschen was anderes als mit der Zwille. Mit der Schleuder. Weil bei der Schleuder hast du halt einen vorgeschriebenen Ablauf und beim Bogen ist der ja durcheinander. Da kann es halt schon mal sein, dass man da vielleicht ein oder zwei verschießt. Nerf Cheer. Ach ja. So, gleich geschafft, Leute. Ba, ba, bam. Ja, wäre schneller gewesen, ich wäre so nochmal rausgegangen, ne? Ah, ich werde schon zwei Rubine noch auf dem Weg finden irgendwo. Dülü. So, wunderbar. Ja, Leute. Frage an euch. Habt ihr eigentlich Bock, dass ich auch vielleicht mal in einem normalen Let's Play-Projekt, also in einem Let's Play-Randomizer oder Hack, auch das Death Wheel mit integriere? Wäre das was für euch? Da müsste man natürlich dann ein bisschen andere Regeln machen. Auch sowas wie Dungeon betreten und wenn ich sterbe natürlich, aber vielleicht irgendwie noch anders regeln. Ich kann dann nicht immer machen, wenn ich eine neue Aufnahme starte. Das wäre, glaube ich, zu oft. Irgendwie so. Da müsste ich nochmal gucken, wie ich das am besten mache, aber ob ihr prinzipiell jetzt so darauf Bock hättet. So, warte mal. Ich brauche noch zwei Rubine. Nein, eigentlich brauche ich keine zwei Rubine, aber wäre schön. Nicht unbedingt. Hey Hoda, hallihallo. Schön, dass du da bist. Mahlzeit, Mahlzeit. Die Mahlzeit malt. Ein wunderschönes Bild. Die Idee ist wohl cool, ein Versuch ist es wert. Also ich kann auch verstehen, wenn da welche sagen, nee, ich habe da keinen Bock drauf, weil ist halt schon für einen Stream vielleicht schön, aber für, ja, fürs Let's Play, für den einen oder anderen vielleicht wieder nicht so schön. Kann ja auch sein, ne? Muss ja nicht jeder dafür sein. Aber da kann man vielleicht mal eine Abstimmung machen oder so. So, 100 Rubine. Let's go, das ist echt teuer. Ba-ba-ba-ba-ba. So, und die zwei roten noch und dann habe ich es geschafft. Geil, wieder beim ersten Mal. Super, wundervoll. Ich habe heute mal Zeit, freue ich mich auch. Super. Super, hi Hoda. Super, es freut mich. Bosskampf im Tempel ohne Schwert. Muss nicht sein. Ja, kann scheiße sein, ja. Deswegen sage ich ja. Muss nicht, aber vielleicht, ich weiß nicht, was die anderen Leute dazu sagen. Man kann ja mal eine Abstimmung versuchen. Vielleicht dann halt auch andere Strafen und sowas reinballern, ne? Irgendwie sowas. Wie du möchtest, schaffe es eher selten zum Stream und schaue das Wort was? Nicht mich dann nach den anderen. Ah, okay. So, sonst was gibt's Neues? Privat oder was meinst du? Privat ist, ja, privat. Was soll es privat schon geben? Starte mal Umfrage nächsten Stream. Nee, allgemein, ich würde auf YouTube mal eine Umfrage starten. Was da so die Leute, weil da gucken ja auch viele Leute mit rein. Ne?
allgemein. Also kann mich jetzt nicht beschweren, gibt es jetzt nichts wirklich Neues, weiß nicht. Gibt es bei dir was Neues? Bin jetzt, hätte jetzt nichts, wo ich jetzt sagen muss, das muss ich dir jetzt unbedingt erzählen. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt König geworden bin oder sowas. Keine Ahnung. Ja Leute, ich würde sagen auf jeden Fall, Stream endet dann für heute. Wir haben gut was geschafft. Ne, also richtig geil die Gerudo Trainingsarena heute weggemacht. War ziemlich geil. Wir haben den Hammer bekommen. Wir haben Skuldis schön gefarmt. Nur Umzug und Meisterprüfung Teil 1. Hey, hört sich gut an. Das hört sich gut an. Jo, Skuldis haben wir. Wir haben den Deku-Baum komplett. Wir haben den Kokiri-Wald completed. Und die Lost Woods. Das ist schon mal ziemlich geil. Und wir können halt demnächst dann vielleicht. Wir sollen zu dem Death Mountain. Da sollen wir als nächstes hin. Das wird hier auch angezeigt auf der Karte. Oh Mann, bin ich doch zu spät. Ja, leider. Also wir sind jetzt gerade schon am Ende angekommen. Und ich habe jetzt schon 20 Minuten Überlänge gemacht. Aber ja, nächste Woche geht's ja weiter. Vielleicht kannst du da wieder mit dabei sein. Würde ich mich freuen. Genau. Deku-Baum war ja auch geil. Schön, freue ich mich. Nächsten Part auf jeden Fall den Feuertempel erstmal. Und dann können wir ja vielleicht noch Dodongos Höhle completen, weil da müssen wir dann auch nicht mehr rein. Mal gucken, ob wir dann vielleicht noch Goronia komplett machen können. Es gibt auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Es sind 14 Minuten. Stimmt. Eva, hast recht, wir müssen ja noch 6 Minuten machen. 6 Minuten laufen noch. Du hast recht, Eva. Ja, dann gehen wir jetzt noch in den Feuertempel rein, ne? So. Machen wir das. Feuertempel laufen noch an die. An den Punkt, wo wir beim letzten Mal nicht weitergekommen sind. Also ich glaube, wir sind halt nicht weitergekommen, weil wir den Hammer nicht hatten. Ich denke, das war der Grund. Und dann hier einmal nochmal das Ding anziehen. Da passt das wenigstens nochmal schön zu unseren Haaren. Und ja, komm, wir fliegen mit der Erbse. So gehört hat bisher noch niemand auf mich. Danke an alle hier und danke an Zelda-Junge für den Stream heute. Ja, Eva, du hast ja auch recht. Ich halte mich an den Plan. Ich hab halt gerade unten auf dem Stream drauf geguckt. Der Stream läuft ja schon 2 Stunden 24 Minuten. Und ich habe gerade nicht auf die Uhr drauf geguckt. Ach du Scheiße. Hilfe, Hilfe. Weil du es vorhin nicht verstanden hattest, Wort Video, On Demand Video, auf Abruf, Stream, Aufzeichnung. Okay. Doch eins hätte ich noch, aber das erzähle ich dir mal privat. Ah, okay. So. Das war jetzt hier mit dem Fahrstuhl noch hoch und dann kamen wir schon in den komischen Raum rein. Einen schönen Feierabend. Wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Danke, dass du da warst. So. Auch 2 Feen. Aber Feen haben wir ja aktuell genug. So, und schieb mal das Ding hier mal drauf. Jumpen gleich hinterher. Und Feuer frei. Nebol. Warte mal, Shit. Oh, wie gemein! Ne, Volvagia müsste man noch nicht besiegt haben. Diese Musik hier. Was war denn die Stelle, wo er hang? Alter! Das war da oben in diesem riesigen Raum, wo die Steine umherrollen, was wie so ein Labyrinth aufgebaut ist. Und ich glaube, da hat mir halt der Hammer gefehlt. Deswegen kamen wir da nicht weiter.
Guck mal, das Ding hier kann ich doch jetzt auch wegmachen, oder? Aua. Kann ich nicht? Okay. Dann halt nicht. Erinnert ihr euch auch an diese tolle Kuh? Ist immer so geil. Ich liebe diese Kuh. Die ist so cool. Okay. So, dann einmal hier rauf, bitte. Warte, muss ich schon hier rauf? Alter, kann doch nicht wahr sein hier. Es tötet Menschen. Ja, die legendäre Kuh. Oder warte mal, muss ich woanders? Ich muss woanders hin. Mit dem Stein muss ich, glaube ich, woanders hin. Ich kann da nicht drauf, ne? Doch von hier aus kann ich drauf. Und so komme ich hier hoch. Da sind zwei Kisten. Das haben wir doch schon geklärt, Shadow. Shit. Oh, aber ich bin oben. Hä? Alter. Jetzt hänge ich hier irgendwie ganz komisch. Jetzt hänge ich hier ganz komisch fest. Mann, jetzt bin ich zu blöd, da hochzukommen. Jetzt komme ich an der Stelle nicht mehr weiter. Vielen Dank für den Stream. Ich schaue mir das nachher von Anfang an. Super. Die Milch trinke ich lieber nicht. Ja, da kriegst du bombige Bauchschmerzen, glaube ich. Bogando. Alter. Hier wirst du auch überall einfach mit Feuer weggeschossen. Und hier auch, oder? Hä? Hallo Lady Makoros, hallihallo. So. Stream Ende hast geschafft. Ich laufe jetzt noch an die Stelle, Leute. Das mache ich mindestens noch zu Ende. Das ist das Mindeste, was ich jetzt noch machen will hier. So. Tada. Und jetzt kommt... Muss ich da rüberspringen? Ja. Okay. Eieiei. Oh Gott. So. Und jetzt war das doch irgendwie... Die Kuh hatte einen Schalter-Intus, ne? Die hat den Schalter gefressen. Also die frisst ja auch Bomben und so, aber die hat auch den Schalter gefressen. So. Das war kein Treffer. Also wir haben heute gut was geschafft, Lady Makoros. Ich bin begeistert. Jetzt haben wir es. Nein! Nein! Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Mehr weg hier. Nein! Nein, 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 nein. Oh. Scheiße. Kevin, du hast recht. Aber ich mache ja schon länger. Ich mache ja schon länger. Aber ja, du hast recht. Mann, was mache ich denn? So, und jetzt ganz vorsichtig, bitte. Alter, der Raum ist so hart, ganz ehrlich. Der ist so hart, dieser Raum. Da bin ich sehr gespannt. Nächste Woche bin ich wieder live dabei. Okay, perfekt. Ist doch nicht dein Scheiß Ernst. Alter, diese blöde... Boah. Ich krieg grad. Sorry, Leute. Krieg ich gerade einen Rasputin, ne? Wahnsinn.
Aber wie soll ich den da oben jetzt besiegen? So. Aus damit. Noch ist er. Noch ist er gestunt. Okay, wir haben es geschafft. Oh, Gott sei Dank. Jetzt sind wir in dem Raum, oder? Ja. Okay, Leute. Ich weiß, wir haben gerade sehr viele Verbrauchs-Items geused, Leute. Aber ich habe jetzt auch 10 Minuten länger gemacht. Sehen wir das als Ausgleich, okay? Gut. Jetzt ist das Stream offiziell vorbei. Ich bedanke mich für euch. 35 Minuten. Na. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Und im nächsten Part machen wir hier den Feuertempel weiter. Und vielen Dank für die ganzen Spenden und die Unterstützung wieder. Vielen Dank, ihr seid super. Bis zum nächsten Mal. Und habt noch ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüssi.